Moin, es sind Jasmin Hemes, es sind Director von Sea Shepherd Lützburg. Ich habe Sea Shepherd gegründet letztes Jahr im Juni. Und im Oktober hat man eine Gründungsfeier. Sea Shepherd habe ich kennengelernt, durch welchen Taucher sehen und durch die Ferien und durch den Freund habe ich den Film geguckt von den Ökoterroristen. Und dadurch bin ich bei Sea Shepherd gekommen. Das heißt, du bist schämgegangen, an dem Bewusstsein für alles drin zu setzen, für die Gesetze auf mir zu bringen, für das in alle Guten, die geheult hätten, die nämlich stattfanden. Und so bin ich zurückgegangen auf Lützburg und habe Sea Shepherd gegründet. Für heute Deal zu holen, Green Stop 2014, da habe ich mir natürlich alles angeguckt und unheuren, was das zu sagen geht über den Green Stop. Und es war mir ganz, ganz wichtig, hier hinzukommen. Es war mir genauso wichtig, für noch weiter Volontären hier hinzukriegen. Ich meine, hier haben wir wirklich eine Tradition, die muss abhören. Hier haben wir bis zu 1500 Grindwellen, die pro Jahr dort gemäht gehen. Und wie die Ferroaner selber suchen aus Tradition. Und das in Europa. Also wir gehen mit unserer Kampagne bis auf Taiji. Und ich meine, so nur in Europa, da gehen es genauso geheult hätten. Und wir müssen uns eh für alle mal wirklich bewusst sein, dass von mir aus sterben, da sterben wir alle Guten. Motivation für euch hinzukommen, ich meine, das sind Bilder, die am meisten schwätzen. Und nun können wir nach froh sein, weil die Bilder, die wir gesehen haben, die haben keine Stimme. Delfine schon, die Wale schon. Es kann nicht sein, dass sie einfach mutwillig so viel Lehren nicht leben lassen und auf grausame Manier aus dem Meer zugehen, für irgendwo zu landen. Weil die Ferroaner, sie so selber, sie brauchen die Ideen eigentlich nicht für zu essen, weil sie essen nicht mehr Wellfleisch. Und besonders in dich, verkaufen machen sie anscheinend ja auch nicht. Also frohe mehr als natürlich für Sea Shepherd, was soll 1500 Grindwellen alle Jahre dort gemäht gehen, wo wann die 50.000 Anwohner hier auf der Ferrer, wenn die nicht mehr just zu ihrer Festlichkeit Wellfleisch essen, da gingen das umgerechnet 36 Grindwellen gehen. Also, ich habe mich diese Idee ja da viel mehr schon gefreut, für an der Equipe von den Booten angeholt zu gehen. Zum einen, weil, wie ich gesagt habe, ich selber Taucher bin, zum anderen, ich kenne mehr in dem Sinne, ich kenne Booten, ich bin auf den Zodiacen da draußen. Nur einfach nur just Wachposten zu machen, an dem Moment nicht mehr im Land zu sehen, war das tut mir nicht so effikant geschenkt, wie um mir zu sehen, aber bei einer mehr kleinen Equipe, die dann auch tatsächlich will angreifen, wann ein Grind stattfindet. Was moralisch hier ziemlich ungeht, das ist ganz einfach, dass in Ferroaner gesagt, die einen mit Mittelfanger machen oder wo man einfach gesehen haben, auch gar nicht gemäht, dass wir gar nicht willkommen sind. Wir haben aber auch andere Ferroaner, und das sind die kommen noch bei uns durch, die wollen selber kein Grind mehr, die fanden es selber grausam, die fanden es selber traurig, dass das aus traditioneller immer stattfindet. Und die diskutieren mit uns. Aber körperlich muss ich sagen, es ist wirklich anstrengend. Wir sind an unseren Campingkarren, haben wir immer kein Wasser, wir haben keine Elektrizität, wir sind zu fünf Stück dran. Also wir raumen. Wir sind andauernd im Weg zu raumen, hin und her, für können zu schlafen. Dann haben wir natürlich die Boote, die wir bei uns haben, die Campingkarren, die wir haben, die kosten immens viel Geld. Und das Geld, das sie von den Spendergeld, da muss aufgepasst gehen, wie weiß, wie lange wir sie noch brauchen, also nach einem Ersatz kommen, sodass wir wirklich alle Abend müssen Nutzwerk machen. Und ehrlich gesagt, das schlaucht ganz schön. Das ist just cool, dass wir alle gut zusammenhalten und dass wir genau wissen, für was wir hier sind. Und zwar aus enger ähnlicher Ursache, wir wollen den Grindstopp. Also, wenn ich gucke, für einen Gruppe Ferroaner zurückzukommen, bei dem Team hat ein bisschen mehr mitgemäht. Sie hat ein Ritzer an das Auto gemäht, auf das Auto gepisst. Sie hat die Pneuen durchgeschnitten, also sie hat sogar einen Platz vom Auto aufgeholt. Und dann hat die Polizei gerufen, und bei dem Auto, der steht da hoch. Wir hatten eine Chance bis jetzt. Also, es ist wirklich weiter nicht passiert, außer dass ein Mokaner uns noch rennen oder auch mehr Jugendliche, die dann den Fanger weisen, oder wir sind noch einmal verfolgt gehen. Observiert gehen wir sowieso hier. Das wissen wir, weil wir sind nur bei einem Camping. Du patrouillierst wirklich immer im Auto. Das sind die Sachen, die
ein bisschen schwer zu verdauen sind, die aber auch zu verstehen sind. Ich meine, für Leute von etwas zu überzeugen, das ist nicht immer so einfach. Mehr als Bootscrew, also auf jeden Fall vier Geholland, das machen wir auch. Wir sind bereit, mit Schiedfrängen zu schwätzen, auf ganz leicht Manieren und ihnen ganz leicht zu erklären, dass das Tote für den Rest von ganz Europa wirklich ein ganz grausames Spiel ist und dass das Tierquälerei ist, bis zum geht nicht mehr. Also, als Equipe hier verstehen wir uns wirklich immens gut. Ich meine, Sea Shepherd muss ihnen mal sagen, auf ihre Kampagnen, die essen zum Beispiel nicht mehr just vegan. Wir haben hier Leute, die essen vegan, wir haben hier Leute, die sind vegetarisch. Das ist doch hier vegan gekocht, das machen wir zusammen. Wir halten zusammen, und wir schaffen alles zusammen. Und natürlich verbindet uns etwas. Ich meine, es war ganz klar, nur ich ging so in 3D, weil wir alle gut so und nie gewinnt und so und nie gewusst, dass es da schwer fällt, alles von irgendwem heimgeht und den am Ende ist nicht mehr bei der Crew dabei. Was mir hier Angst macht, ich bin nur ein von denen, ich war nur 3 Wochen hier, da ging ich zurück auf Lützebüsch, weil ich nach einer Sache zu sehen also als Direktor. Ich komme einfach im August zurück und werde dann noch bleiben bis und dann von der ganzen Kampagne. Wird man Angst, mich das selbstverständlich für Grind zu erleben. Ich meine, dat, wie ihn das verdaut, ich weiß es nicht. Du weißt, mir bislang heute keine Stadt fand, also natürlich setzen wir alles darauf, dass das auch nicht antritt. Aber das ist eigentlich schon die Angst, die schon körperlich mitgehen, okay. Aber ich meine, das packt den. Da sind wir den Zeitraum raus. Damit werde ich keine Schwierigkeiten kriegen. Die erste Mal, wo ich das Bild gesehen habe von einem Grind, da kommen wir Tränen. Ich meine, du sind nicht das Einzige, aber mir geht es nicht aus, wenn ich darüber schwätze. Das unnütz tot machen, das unnütz quälen, das tot machen von der Geldwert. Weil sie fangen ja wirklich alles an, ob das Delfine sind, ob das Grindwelle sind, ob da Schwanger dabei sind, Baby gehen einfach rausgerabt. Also die Filme, die haben mich wirklich geprägt, für ihn zu kommen. Das war kein Question mehr. Es war einfach ganz, ganz klar, du musst hin, du musst mit etwas machen, dass das endlich aufhört. Wenn ein Grind stattfindet, hoffentlich wirklich, dass sie mehr mit unseren Booten können verhindern, dass die bis an die Bucht gedriffen gehen, an einem von den 22 Buchten sind da mittlerweile nach gedriffen gehen, weil denen am Ende ist es für alle Dinge zu spät. Ich hoffe, dass wir können wirklich die Mauer, die sie da im Tiere bauen, dass wir die können durchbrechen. Wenn es wirklich stattfindet, reagieren, dann treten wir einfach an die Rolle vom Kaufgardien. Es geht darum, für die Leute wirklich zu informieren, was da geschieht. Wir bleiben friedlich, wir waren auch immer friedlich. Sea Shepherd ist eine friedliche Organisation, die effektiv eben nicht just will verhindern, dass wir als Meere ganz aussterben und dann auf die gute Manier. Das geht gar nicht. Ja, ein von den Argumenten zum Beispiel hier natürlich von den Färöern, das größte, das ist, mehr haben kein Recht, an hier Land zu kommen, an hier Tradition zu bewirken. Wir versuchen sogar ganz natürlich darauf hinzuweisen, wie grausam die Tradition ist. Es wird sogar hier gesagt, weil eben viele Wähler auch im Zurück an mir gehalten gehen, ohne dass sie gießen gehen. Und wir sind darauf geschwärzt und haben ganz einfach gesagt, weil das mir geholfen wird. Gehört auch um die nach zurück. Das ist nicht zu verstehen. Es kann nicht sein, dass man mit Gruppen Grindfällen rausziehen, sie umbringen mit wie viel Messerschnitt, sie wirklich qualvollen Tod tun und dann genug sie einfach zurück an die Birke halten. Es kommen Argumente wie der Gott, den hat uns die Wale geschickt und die können wir essen. Zwar nicht. Was soll ich dazu sagen? Der Gott, gut, die Leute, die leben, man kann doch dann nicht sehen, dass sie die gehen und dann der Gott, die sie doch können Tod gewinnen. So mehr dann, was sie unterhalb leben. Also es kommen Argumente hier auf, die sind einfach nicht tragbar. Und da, wie gesagt, dass sie sich just qualifizieren, das ist ein radikal Legion, und das wissen sie auch selber. Weil so viel Wählen kann eine Population von 50.000 absolut nicht essen, nicht an einem Jahr. Mein persönliche Ausstellung für heute zu sehen, das ist ganz einfach für das Ganze mit River Lützebüsch zu bringen. Wir brauchen ein Land, was auch klar hilft, gegen die Färöer. Und ich hoffe, dass in alle guten Eis Lützebüsch Leute das nur verfolgen, was Sea Shepherd hier möchte, und dass da wirklich eine Intervention gemacht wird und dass da wirklich der Grind über politische Wege, weil meine Ausstellung ist, es kann nur über die Wege gehen, dass der Grind den Moment gestoppt wird. Ich habe mir ganz fest vorgeholt, so lange, wie hier Grind stattfindet, werde ich alle Jahre hierher zurückkommen, bis wir endlich Stände davon errichten. Matzi Shepherd.